Today I feel gay. I am not big one big Muslim, but it's haram why? Because the damage in the mind. Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll. Audio und herzlich willkommen zu unserem boykottierenden WM-Podcast über Medien, Presse und sonstige Jeckensachen, die es da so gibt draußen in der Landschaft der Presse- und Interneterzeugnisse. Und wir sind heute zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder auf der Ponderosa zu Hause. Der Benanza-Bus, der steht draußen vor der Tür und guckt ganz traurig, müsst ihr euch vorstellen, so wie bei Bob der Baumeister, so diese traurigen Augenscheinwerfer. Aber was soll's, es ist halt kalt und wir sind hier zusammengekommen, heute am Tag der WM-Eröffnung. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde, denn überraschend habe ich drei junge Herren hier bei mir auf der Ranch. Zu meiner Rechten, Prollo Ferrari, der katarische Prinz und Pornokönig. Jederzeit bereit. Und dein Teaser. Mein womit, Teaser? Womit willst du die Leute hier bei Laune halten heute? Außer deiner Standhaftigkeit. Ach du Jemini. Ich komme mal wieder mit einem ordentlichen Verbrauchertipp vorbei, denn wir wissen, Heizen ist nicht mehr ganz so einfach wie noch früher. Und die Leute fackeln sich die Bude ab und da sage ich gleich was zu. Ah, hervorragend. Bude abfackeln tut auch gern der Sommer, weil das ist unsere Frostbeule, der braucht es warm. Der hat immer in seinem Sammatorium und seinem Sammasurium irgendwelche offenen Lagerfeuer in allen Ecken und aber auch ganz tolle Zeitungsartikel hier wieder ausgedruckt. Das Internet wieder ausgedruckt, Herr Sommer. Ja, und du hast gar nicht gemerkt, wie ich deinen Grill noch reingeholt habe. Der steht hier um die Ecke. Ich habe den ein bisschen angeschmissen. Ich hoffe, das ist okay für dich so. Ja, für die, die es nicht wissen, Sommer gilt hier auch als Mr. Rauchvergiftung, also immer nur bei den anderen. Er legt gern nasses Holz aus auf den Grill, wenn Prollo und ich im Zug sitzen. Aber ja, so ist er. Das ist übrigens hier absolute Verleumdung. Ich hab Beweisfotos von dem Abend, wie sie da alle sitzen, ohne Qualm um die Ohren zu haben und um die Augen. Das war ein wunderbarer Abend und komischerweise, der Beef Rogers, der zwischen dem Prollo Ferrari und dem Ben Cartwright saß, der hat das komischerweise alles nicht so hart abgekriegt, obwohl er auch dann mitten im Zug gesessen haben muss, aber ich bin kleiner, da ist das dann über mich drüber gezogen. Ja, 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 aber das hatte auch bestimmt nichts mit dem Alkohol zu tun an dem Abend, dass es den Jungs am nächsten Tag so schlecht ging. Das ist wir hatten auf jeden Fall nicht so viel Schlenkerler, das wäre ja dann ein Grund gewesen. Ist alles Rauchbier. Ja, also jetzt nach dieser kurzen Retourkutsche meinerseits, ja, ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht, ich bin heute tierisch seriös unterwegs, ich hoffe nicht zu seriös für diesen Podcast. Man will ja eigentlich immer so groß wie möglich wohnen. Ich habe was mitgebracht, so ein Gegenmodell. Vielleicht mal etwas kleiner, doch bescheidener werden. Darüber können wir gleich mal diskutieren. Klingt interessant. Freue ich mich schon. Kleiner, er hat es gerade selber gesagt, ja. Ist auch leider der Stelle die Überleitung zu Beef Rogers. Und er ist klein, aber kommt immer ganz groß raus hier. Lieber Beef, herzlich willkommen. Ja, Hallöchen zusammen. Ich kann zu mir heute sagen, also mit dem Kleiner. Ich habe im Prinzip auch zwei Sachen. Ich habe einerseits, stelle ich mal die Frage, wozu eigentlich noch arbeiten? Das fand ich ganz spannend, da gibt es einen Artikel zu. Und dann habe ich noch was zu homosexuellen Ampelpärchen. Das ist schon sehr geil vom Titel. Also beide rot oder beide grün. Also hast du mich überrascht? Bin sehr gespannt. Ja. Du hast mich übrigens eben, Ben, völlig aus dem Konzept gebracht mit deiner frivolen Überleitung, nenne ich es mal. Also ich werde ja hier immer in diese Ecke gestellt. Des Anzüglichen. Achso, katarischer Prinz. Pornoprinz. Pornoprinz. Ja, mein Gott. Karneval. So. Wir leben ja in Stereotypen. Ja, aber während der WM gibt es auch bei mir keinen Alkohol und Okay, dann müssen wir aber schnell loslegen. Aber bevor ich dazu komme, Ben Cartwright und ich berichte heute über zwei Männer, die beide zumindest vom Titel vielleicht das Zeug zum Filmhelden hatten. Der eine ist der sogenannte Terminal Man, Insider kennen ihn vielleicht schon. Und der andere ist der Mann mit der Eisenfaust, mit der Hammerfaust heißt es in dem Artikel. Ein Mann mit Hammerfaust,
der einen sehr skurrilen Weltrekord aufgestellt hat. Bevor wir dazu kommen, bevor wir das von Prollo gerade ausgesprochene Alkoholverbot hier in den Podcast bringen, würde ich sagen, wir haben so viel Bier heute hier rund um den Tisch und ich habe ja auch noch den Kühlschrank voll, dass wir direkt damit mal anfangen. Ich muss ja den Heimvorteil ausnutzen, dass ich nicht mit dem Auto nach Hause muss. Und würde, während wir ein Bier eurer Wahl, ich weiß nicht, wer möchte, öffnen. Also ich würde fast dafür werben wollen, dass Zipfer Märzen aus Österreich hier zu kredenzen, denn das hat mein Bruder aus dem Winterurlaub, aus dem letzten allerdings schon mitgebracht. Das heißt, das muss jetzt langsam getrunken werden und das hat er extra für unseren Podcast mitgebracht. Oh. Und insofern würde ich hier gern das mal verteilen wollen. Ja, ich habe hier Gläser vorbereitet. Sensationell. Genau. Wir beschreiben kurz die Flasche, die sieht so ein bisschen aus wie Hansapilz, steht aber Zipfer drauf, Märzen, also das Etikett ist, sagen wir mal, klassisch. Klassisch, goldene Umrandung, blaue Schrift auf weißem Grund. Und ganz unten war noch Platz für einen Spruch, ein Glas heller Freude. Ja, so ein guter Spruch. Und österreichische Braurat, ach nee, Tradition, das ist hier so ein bisschen ausgewaschen. Brauche. Also ich mag ja Österreich, ich freue mich darauf und während wir das öffnen, wollte ich ja gerade sagen, wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, das haben wir gerade vor dem Podcast schon so ein bisschen angerissen, die WM. Die WM steht vor der Tür im Winter. Wir sitzen hier im Warmen, die Fußbodenheizung bollert und ich jedenfalls bin so gar nicht in WM-Stimmung und das hat so moralische Gründe, die man aber wahrscheinlich, wenn der Fernseher erstmal läuft, schnell auch über den Haufen wirft. Da will ich ganz selbstkritisch sein. Also ich kann mich da jetzt noch nicht von frei machen, dass ich wirklich so zum Boykott meiner eigenen Fernsehleidenschaft oder Fußballleidenschaft mich durchringen kann, wenn das erstmal richtig losgegangen ist. Aber man hat eigentlich, also ich spreche mal nur von mir, gar keinen Bock auf diese WM aus verschiedenen Gründen. Also ja, ich habe deswegen auch, das habe ich jetzt eigentlich geheim halten wollen, aber jetzt, wo du es ansprichst, ich habe auch Sekundenkleber und einen Eimer Kartoffelsalat mitgebracht. Super. Und möchte mich nachher noch an deinem Fernseher festkleben. Sehr schön. Ja, den Kartoffelsalat zur Verpflegung oder wolltest du den auch auf den Fernseher schütten? Natürlich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich hätte jetzt wenigstens Jojo Schlotze erwartet, aber. Hast du auch eine Windel an, falls mal irgendwie dann doch mal pressiert? Nein, nein, ich muss zugeben, ich hab diesen Gag auch geklaut aus Welt Online und fand da die Überschrift so schön, so passend zu dem, was der Ben gesagt hat. Die Überschrift ist so in dem Sinne, die Mehrheit der Deutschen hat sich noch nicht entschieden, wo sie den WM-Boykott sehen wollen. Genau. Aber das bringt sehr schön auf den Punkt, weil man, also ne, Bock ist nicht da und so weiter und so fort, aber man kennt sich ja auch und irgendwie denke ich fast, dass die FIFA auch auf sowas spekuliert, dass sie genau wissen, das Produkt Fußball, das ist so stark, außer jetzt bei Prollo, der war schon immer ein Boykotteur von Fußball, aber grundsätzlich sowas die Massen anbelangt, so stark. Ich glaube, am Ende des Tages werden so Wirte und sowas am meisten leiden. Also Leute, die da bei WM so Nebengeschäft machen, weil keiner Bock hat, das öffentlich zu boykottieren vor der Leinwand beim Public Viewing, sondern alle werden heimlich zu Hause vom Fernseher boykottieren. Ist ja auch kalt und Winter und so. Aber ich finde es, ich weiß nicht, ob wir jetzt da einsteigen wollen, Beef, in das, du hast eben mal kurz angesetzt zu sagen, dass es ja auch lange Zeit eigentlich war, Zeit genug seit Jahren, das zu boykottieren und jetzt wird das Geschrei groß, bis wahrscheinlich dann heute Abend der Ball rollt. Setz doch auch mal kurz an. Ja, Prost. Setz doch mal kurz Prost auf Zipfer. Prost. Heute kommt mir ständig hier bei meinen Fragen und Einleitungen das Bier in die Quere, aber soll okay sein. Ja, ich meine, wir hatten es ja eben auch schon, es ist tatsächlich ja wirklich schwierig. Also ich meine, jetzt die Entscheidung zu treffen oder treffen zu müssen, ist ja eh müßig. Also da muss man schon auch ehrlich sein, dass da so die meisten Dinge jetzt schon längst eingestielt und eingetütet sind. Die spannende Frage ist ja eher vorher. Ich meine, ist auch die Frage, wem gibt man die Schuld? Also es ist ja einerseits immer gerne auch Katar-Bashing. Auf der anderen Seite für meine Begriffe noch viel zu wenig FIFA-Bashing. Das ist eigentlich, glaube ich, eher der Ansatz,
ob man da nicht einen Weg finden sollte. Wie gesagt, ich will jetzt, also gerade was Katar angeht, wir hatten das ja auch vor längerem schon mal, da ging es, glaube ich, um einen Anbieter von Kunstrasen für Stadien oder von Rasen, nicht Kunstrasen, sondern von Rasen für Stadien, der dann quasi gesagt hat, also er macht da nicht mit und liefert nicht für Katar. Und was ja erstmal aus Sicht des jeweiligen Unternehmens aller Ehren wert ist, so einen Schritt zu machen. Auf der anderen Seite hat sich ja nun offensichtlich einer gefunden, der da Rasen hingeliefert hat. Also das, und wie gesagt, also ich glaube eher, das Problem ist, dass so eine FIFA da sowohl die Fans, das ist jetzt auch von dem Kalkofe da sehr schön zusammengefasst worden, in eine Bredouille oder in eine Entscheidung bringt, die sie eigentlich gar nicht treffen müssten, dürfen müssten. Und das finde ich das Bittere. Und die FIFA ist, also wenn man sich auch da die Äußerung von diesem Infantino anhört, da geht es nur noch ums maximal korrupt. Es ist, also es ist erschreckend. Auch peinlich, ne? Das wollte ich euch ja eben schon fragen. Ich habe es mal bewusst verkniffen, diese Erklärung gestern da. Heute bin ich schwarz, bin ich Araber, heute bin ich schwul. Und dann sagt er hinterher, natürlich bin ich nicht schwarz, natürlich bin ich nicht schwul und natürlich bin ich all das nicht. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Den Scheiß weiß der. Ja. Also, den Scheiß weiß der und ich muss dem Beef zustimmen. Was mich so ein bisschen stört, ist, eigentlich muss man vor allem auf die FIFA abzielen. Ja? Das ist ein korrupter Haufen, das weiß man. Die ganze Geschichte war gekauft. Der Infantino ist kein Deut besser als sein Vorgänger Blatter. Und natürlich ist Katar, was Menschenrechte angeht, nicht vergleichbar mit Europa. Und insofern soll man ruhig auch Katar kritisieren. Aber kein Schwein hat irgendwie Großrussland kritisiert beispielsweise. Ja, auch nicht irgendwie ein Hort der Menschenrechte. Olympia in China und weiß nicht was alles. Es wird jetzt, weiß ich nicht, vielleicht weil es einfach so ein Medienereignis ist, extrem auf Katar rumgetreten. Wie gesagt, ich finde die Kritik wichtig, ja, auch jetzt irgendwie gerade mit in Bezug zum Beispiel auf diese Aussage, diese unsägliche von dem WM-Botschafter, ja, wonach irgendwie Homosexualität irgendwie ein was ist geistiger Schaden, hat er gesagt, das sind natürlich total gestörte Aussagen, das soll man alles kritisieren, ja, aber jetzt haben sie zum Beispiel die Sache mit dem Bier irgendwie geändert, jetzt regen sich alle auf, dass es kein Bier gibt direkt am Stadion. Ey, das sind Geschichten, sorry, aber wir haben andere Probleme, ob es da direkt am Stadion Bier gibt oder nicht, das sind so Geschichten. Ich finde, man muss wirklich diese FIFA eigentlich abschaffen oder irgendwie neu aufbauen, wie auch immer. Und jetzt die Fans da unter Druck zu setzen, dass die in ihrem Wohnzimmer einen Boykott machen sollen, das ist ja, ich frage mich, was für ein Boykott soll denn das sein? Das hat ja gar keine Außenwirkung, das kriegt ja kein Schwein mit, wer was in seinem Wohnzimmer guckt. Das wirkt sich ja noch nicht mal auf die Quoten aus, weil die Quoten ja nur hochgerechnet werden. Da gibt es irgendwie, was weiß ich, 1000 Wohnzimmer, da stehen irgendwelche Geräte drin, die das messen und dann wird das hochgerechnet. Also ich finde, jeder soll ruhig mit gutem Gewissen Fußball gucken dürfen, wenn er das will. Und man sollte sich darauf konzentrieren, diese FIFA abzuschaffen, die solche Entscheidungen, solche Fehlentscheidungen überhaupt erst möglich gemacht hat. Jetzt mal für dich, Prollo, du bist ja wie gesagt kein bekennender Fußballfan oder ein bekennender Nicht-Fußballfan und dich könnte das natürlich erstmal so ganz kalt lassen, aber man kann ja an dem Thema auch nicht vorbei, wenn man in die Medien guckt. Hast du da irgendwie Feelings in irgendwie eine Richtung? Also ich meine, du bist zumindest nicht in der Zwickmühle, dass du jetzt auf irgendwas verzichten musst. Ich kann zumindest bequem boykottieren. Ja. Ja, aber das ist ganz praktisch. Wie könnte ich eigentlich auch Autos boykottieren, wenn ich direkt hier an der Straßenbahn wohne? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also guckt doch euren Fußball, ist eh bezahlt. Ja, Rundfunkgebühren sind überwiesen. Also sowohl von euch als auch an die FIFA für die Gebühren. Also für die Lizenzen. Deswegen wäre es eigentlich auch albern, wenn man es dann nicht guckt. Ja, du kaufst ja auch zum Beispiel beim Autos, du kaufst ja kein Auto und dann lässt es aus Prozess stehen. Ja, dann ist jetzt zu spät. Also jetzt könnt ihr es auch gucken. Ist viel Scheiße passiert und wird auch wahrscheinlich auch weiterhin. Aber das ändert jetzt nichts daran, ob man jetzt sich die Spiele anguckt per se. Die Frage ist ja auch, ob überhaupt so eine Stimmung dann aufkommt, weil typischerweise, egal wo die stattfindet, ist das ja bisher immer im Sommer gewesen, da kamen die Menschen auch zusammen
Und ja, Public View auf dem Weihnachtsmarkt, oder? Ja, ja, genau. Also das, ich habe das gehört, irgendwo in Bochum, irgendwo sind die ganz skeptisch, die Schausteller. Die sagen, ja, wir werden mal 2 Vorrundenspiele zeigen auf einer Leinwand und gucken, wie das so angenommen wird. Und wenn das einfach da nicht passt in diesem weihnachtlichen Setting, dann bauen wir die wieder ab, die Leinwand. Also ich glaube, da ist auch eine große Unsicherheit, ob die Leute ungeachtet dieser ganzen Menschenrechtsgeschichten und sonstigen Vorwürfe und Kritik überhaupt in so eine Stimmung kommen. Oh, keine Ahnung, wenn es draußen weihnachtet und der Nikolaus vor der Tür steht. Ja, es weihnachtet, der Nikolaus steht vor der Tür. Dann ist auch die Frage, wie wird die Stimmung in den Stadien sein? Das ist ja auch schon ein Faktor, der sich so ein bisschen ins Wohnzimmer überträgt. Mhm. Ja, also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, werden da dann die gekauften Fans irgendwie durch die Gegend springen über die Tribüne oder werden da die lautstarken Schlachtenbummler tatsächlich aus Europa und Lateinamerika und so weiter ankommen und für Stimmung sorgen? Ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es von der Stimmung her sehr schräg wird. Also das kann sogar ganz faktisch dadurch bedingt sein, weil ich weiß aus gut informierten Kreisen aus der Logistikbranche, dass Katar jetzt zuletzt die Vergabe von Visa und Einreisegenehmigungen davon abhängig gemacht hat, dass du ein WM-Ticket kaufst. Das heißt, ob du jetzt Fußballfan bist oder nicht, wenn du in einem bestimmten Zeitraum da einreisen willst, dann wird gesagt, ja, dann musst du ein Fußballticket kaufen, also musst ein WM-Ticket kaufen, dann kriegst du auch das Visum. Und die Leute wollen im Zweifel aber gar nicht ihren Urlaub, ihren Business-Trip oder so im Stadion verbringen. Und ja, dann ist es sehr interessant, wie sie dann das auffüllen, weil die wissen ja jetzt schon, da werden Lücken sein, da werden sie vielleicht dann irgendwelche Leute reinsetzen. Das wäre noch das Beste. Das erinnert mich an die DDR-Zeit, als man beim Grenzübertritt noch Ostmark umtauschen musste, zwangsweise. Ja, und jetzt musste halt der Einreise noch ein WM-Ticket lösen. Die wollen halt das als Riesenerfolg verkaufen, dass da eine Riesennachfrage ist, die ist aber teilweise künstlich erzeugt. Und kann auch dazu führen, dass die Stadien im schlimmsten Fall sogar halb leer sind. Also ich hoffe, die werden da irgendeine Lösung finden, weil die Fernsehbilder will man ja auch steuern. Aber ich glaube, dass auch deswegen keiner so groß Interesse dran hat, hier Theater zu machen, weil man von den Kataris oder wie sie heißen. Ja, wie Atari, nur mit K. Genau, Kataretten. Da ist ja verboten. Jedenfalls von denen braucht man ja vielleicht auch noch ein bisschen was Öl und Gas und so. Deswegen kriegen wir ja jetzt nicht, haben sie ja abgesagt. Ach so. Ist abgesagt? Ja. Nee, deswegen kannst du entspannt boykottieren. Deswegen musste man auch WM-Tickets lösen. Du hättest WM-Tickets kaufen müssen, ja. Das wollte ich aber. Das habe ich tatsächlich verpasst. Aber das passt ja tatsächlich das geht auch, ja dann auch ins nicht. Bild, ja, dass wir eigentlich, ja, irgendwie, ich glaube, war nicht sogar Scholz da oder ich weiß nicht. Nee, Habeck war da, ja. Das Gas wollen wir gern haben, damit uns nicht der Arsch abfriert, ja. Aber die WM, die ist irgendwie dann der Skandal, man soll das Spiel nicht gucken. Die Deutsche Bahn, habe ich gelesen, hat da Millionen verdient in Katar, weil sie in die Infrastruktur da irgendwelche Projekte übernommen hat. Und ich glaube Siemens auch. Also da wird richtig Geld verdient und fließt nach Deutschland. Das ist alles irgendwie unter den Tisch gefallen, ja. Das Gas hätten wir auch gern. Aber jetzt diese WM, da darf dann bitte der Fußballfan, der soll den Fernseher auslassen. Ich finde, das passt nicht zusammen. Ja. Ja, das ist, ich meine, im Prinzip kann man ja da das große Fass aufmachen, ne? Also auch, was auch in der Vergangenheit da, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es ist im Prinzip, gibt ja viele Zusammenhänge, wo man geschäftliche oder sonstige Beziehungen hat zu Ländern, die nachweislich mit Demokratie so genau gar nichts am Hut haben. Also allen voran natürlich Russland, das ist jetzt allen ein bisschen auf die Füße gefallen durch die Gaskrise und den Ukraine-Krieg etc. Aber ich meine, China ist genauso, das ist eine Diktatur. Punkt. Da werden schon seit Jahren und Jahrzehnten Menschen systematisch ermordet, inhaftiert. Hier Uiguren werden kaserniert und anverstrichen umerzogen. Ganz christliches Wort. Und dann in Katar oder in Saudi-Arabien und so weiter. Da gibt es ja genug Beispiele, wo genau das so ist. Und wo sich man sich selber auch immer an die Nase fassen muss. Naja, man kauft dann doch manchmal Dinge, die dann von dort sind und macht sich dann auch nicht immer Gedanken drumherum. Also da ist auch jeder nur so mittelkonsequent. Das was es nicht besser macht. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es so keine ganz einfache Lösung oder keine einfache Antwort. Und wie gesagt, Fußball ist jetzt ja
sicherlich eine schöne Sache für viele, aber er ist natürlich was anderes, ob du im Winter im Kalten oder im Warmen sitzt oder eben Fußball guckst oder eben nicht. Also das sind schon zwei unterschiedliche Fragen, sag ich jetzt mal. Du hast eben gesagt, man kann jetzt das ganz große Fass aufmachen. Das würde ich jetzt spontan schon wieder, weil wir heute so viel Bier im Angebot haben, als man muss, glaube ich, denken, ich bin hier der größte Säufer von allen. Weil ich will immer nur durch den Podcast kommen. Aber weil alle haben wirklich heute geladen und ich sehe, dass der Beef etwas hat, was ich in ähnlicher Form, das ist perfekt, das werde ich gleich erst euch noch sagen. Und zwar Kilkenny. Oder Kilkenny, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Irish Red Ale, also ein besonderes, nicht das Standard Kilkenny, glaube ich, sondern das dürfte sogar noch eine besondere weihnachtlich angehauchte Version sein, weil eigentlich ist das doch, glaube ich, ein bisschen anders so von der Farbe. Auf jeden Fall. Das ist ganzjährig erhältlich, verstehe aber auch nichts von irischem Bier. Es liegt eher die Verwendung mild gerösteter irischer Gerste entstehen die charakteristischen Farben. Und das vollwürzige Aroma, wie mir hier das die Rückseite sagt. Also insofern, das ist jetzt kein Weihnachtsbier in dem Sinne. Okay, ich dachte, das ist eine spezielle Version. Aber merkt also die euch mal eine Sonderinformation, die hier auch draufsteht. Das ist nämlich Brewed by Guinness & Co. in Ireland. Und das ist jetzt platzieren und abholen. Der Beef und ich haben ja mal einen Drehbuchkurs belegt. Ja, stimmt, da gibt es das Merkmal des Platzierens und Abholens. Also ich platziere jetzt mal die Information, dass es von Guinness ist. So. Genau, und es ist auch übrigens im Gegensatz zum Zipferbräu, ist es auch noch bis Mai 23 haltbar. Wobei das Zipferbräu, also schöne Grüße an den Bruder vom Sammer, das schmeckt ja hervorragend. Also außerdem kann der auch nichts dafür, dass der Sammer das nie im Auto rumfährt. Das schmeckte wirklich noch immer, also es schmeckte nicht nur noch gut, sondern es schmeckte mir persönlich jetzt auch gut. Ja, man kann ja Bier auch locker noch übers Haltbarkeitsdatum. Ja, auf jeden Fall schlecht werden kann es nicht, wird nur dann irgendwie fad. Anders als die Haarmilch, die ich eben aus dem Keller geholt habe. Hast du ja eigentlich mal aufgemacht oder willst du die geschlossen entsorgen? Ich habe sie aufgemacht und dann habe ich gedacht, das kannst du den Jungs nicht anbieten. Also jetzt so eine Woche hätte ich wahrscheinlich einfach mein Glas steht so weit geschludert, weg hier. Weil da kann da an Haarmilch nichts rankommen. Aber jetzt so einen ganzen Monat wollte ich euch nicht, ein ganzes Jahr wollte ich euch nicht unterjubeln. Warum ist denn der Kaffee so flockig? Das ist schon okay. Ach, ja. Also das war die WM. Ich glaube, die wird uns auch noch in dem Podcast ein paar Tage begleiten. Es läuft ja jetzt erstmal, was weiß ich, 3-4 Wochen, ne? Bis ich glaube, Mitte Dezember. So um den 18. rum ist, glaube ich, Endspiel. Kann das sein, so die Kante rum? Ich habe nicht mal die, das weiß ich normalerweise immer sowas. Naja. Ich habe ja nichts gelesen groß darüber, außer diese kritischen Sachen. Dankeschön. Und ja, ich vermute, ich werde mir das ein oder andere Spiel schon angucken, wobei ich bei der letzten WM schon total durch die schlechte Spielweise unserer deutschen Mannschaft abgefuckt war und während des Turniers noch die Lust daran verloren habe, Fußball zu gucken. Also es ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise gucke ich fast alle Spiele, begleitet er immer. Ich weiß auch, Sammer und ich, wir haben ja sehr viel zusammengearbeitet, eng. Was war das, die WM, wo die ganzen Spiele nachmittags so früh schon waren? Da hatten wir dieses verbundene Büro und haben dann so in die Mitte von der Tür, so dass wir es beide vom Schreibtisch aus einfach diese Durchgangstür aufgemacht und so einen Laptop gestellt und dann die WM-Spiele da gestreamt. Oder gestreamt war das noch nicht, das war noch hier DVB-T. USA, kann das sein? USA, ja. USA, Südafrika. Ja, eher Südafrika, ne? Südafrika ist nicht viel Zeitverschiebung, also das ist höchstens eine Stunde. Es war USA, da waren so krude Zeiten, dass du eben morgens um 11 oder wann auch immer da oder so. Aber USA war doch in den 90ern, da haben wir noch gar nicht zusammengearbeitet. Es war halt so 2007, 2008 rum. Was waren denn noch so für WMs? Korea? 2002 war Südkorea und 2006 Deutschland, 2010 Südafrika, 2014. War Südafrika. Wahrscheinlich war es Südafrika und das waren einfach Spiele nachmittags angesetzt. Ja, die haben Nachmittagsspiele angefangen. Ja. Selber Nachmittagsspiele, ich meine, das ist ja normal. Ja, genau. Und das haben wir dann im Büro geguckt und wie gesagt, da haben wir uns selbst die haben wir irgendwie Spanien gegen die Schweiz, haben wir da auf jeden Fall einmal geguckt, das weiß ich noch. Und das hat mich alles mitgenommen, also positiv mitgenommen, abgeholt irgendwo. Jetzt schon seit einigen Jahren ist für mich der Nationalmannschaftsfußball echt langweilig geworden. Ich finde auch die Spieler in unserer Mannschaft, die kicken mich nicht. Da sind alles irgendwie so durchgeformte 0815. Ah, jetzt ist Füllkrug dabei. Ja, Füllkrug, das ist natürlich geil. Das ist doch eine Nummer, Lücke. Ja, sie nannten ihn Lücke.
Und was man da vielleicht noch sagen muss, das könnt ihr euch ja alle angewöhnen, in unserer FC-Chatgruppe wird immer getrunken, wenn Füllkrug ein Tor schießt, obwohl wir ja gar keine Werder Bremen-Fans sind, aber der hat einfach diesen geilen Namen und irgendwann hat er den FC mal abgeschossen, glaube ich, am letzten Spieltag und seitdem wird da immer gesoffen aus Frust oder Ex-Frust, jetzt Leidenschaft, wenn Herr Füllkrug ein Tor macht. Ja, man kann ja die Regeln bei der WM auch verschärfen und einfach immer, wenn der Name genannt wird, muss man zumindest einen kurzen nehmen. Krugfüllen. Dann hältst du aber nicht bis zur Halbzeit durch wahrscheinlich, wenn der direkt mitspielt. Aber ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die kam mir vorhin, wo das, sag mal, das in so einem Nebensatz ein Wort, also das Wort Schlachtenbummler, kann eigentlich, gibt's da, weiß da irgendjemand zufällig von uns Muttersprachlern hier, wie das entstanden ist? Also Schlachtenbummler? Also ich meine da mal tatsächlich was zu gehört zu haben, erinnere mich an die Erklärung, ehrlich gesagt, aber nicht mehr. Ich finde aber, dass sich aus dem Wort ergibt, dass da, also ein Spiel ist ja eben auch eine Schlacht. Und der bummelt eben von Schlacht zu Schlacht. Das ist halt so ein, heute nennt man das diesen, wie heißen die? Groundhopper. Groundhopper, ja. Ja? Klingt viel positiver. Aber ich schätze mal, der Schlachtenbummler, ich meine, Schlacht, das passt schon irgendwie auch noch zum Fußballspiel. Ja, aber mehr zum Hooligan eigentlich. Ne? Ja, ich finde das eher so, also viel, also Schlachten, also ich meine, ja. Hast du denn die Erklärung dafür? Nee, ich weiß nicht. Also, mir ist das also die Idee. Ja, dann ist das ja klassische Hausaufgabe. Also, weil ich finde, also klar, wie sich das Wort zusammensetzt, ich finde jetzt, jedes Spiel ist eine Schlacht, finde ich, eine steile These, muss ich gestehen. Würde ich jetzt auch nicht so voll mitgehen. Vielleicht gab es ja früher schon es gab Kriege, also echte Schlachten und dann immer so Leute, die da dann hingefahren sind und vielleicht dann als Söldner das unterstützt haben, also so Berufssoldaten, die dann einfach unterstützen, da zu den Schlachten, von einer Schlacht zur nächsten. Ich weiß es nicht. Und also, vielleicht ist daraus dieser Name erwachsen. Weil, wie gesagt, also ich fand das jetzt eben, mir fiel es nochmal auf, wo du es verwendet hast und ist ja eher ein martialisches Wort, also, sage ich jetzt mal. Ursprünglich hier laut Wikipedia ein geflügeltes Wort und bezeichnet Zivilisten, die aus Neugierde die Kriegsfront besuchen. Also es hat wohl seine Ursprünge dementsprechend wohl weiter zurück als im Fußball. Heutige Bedeutung, bezeichnet man mit dem Wort Zuschauer bei Manövern, Aufmärschen und heute meist beim Sport, Fußball und so weiter, Auswärtsspielen. Also es hat sich entwickelt, wie so oft, ne? Ja. Ja, es gab Leute, die Zuschauer waren an der Front. Das finde ich jetzt auch so ein bisschen bizarr. Bizarr, aber wenn man sich überlegt, auch die Kriege haben sich verändert. Ne? Guck dir den Krieg in der Ukraine an, wo mehr oder weniger das ganze Land zerstört wird. Früher haben sich dann die Armeen, weiß nicht, Preußen und sonst wer, haben sich in irgendwelchen Ebenen, Wäldern oder sonst wo getroffen. Und dann ist man aufeinander zugerannt, mehr oder weniger, hat sich niedergemetzelt und von wem er stehen blieben, der hat gewonnen. Da war jetzt nicht notwendig das ganze Land von betroffen. Und da kann ich mir schon vorstellen, vielleicht so von einer sicheren Burg aus oder so, ja, noch eine VIP-Karte zu kriegen und sich die Schlacht einfach mal aus der Entfernung anzugucken. So ein Hochsitz als Kommentator. So ein Hochsitz, ja. Genau. Das kann sein, ja. Ich würde es gerade das Zerschießen der zivilen Infrastruktur jetzt schon fast eher so mit dem Begriff Terror definieren. Ja, also ich glaube, das ist, weit über den, über in Anführungsstrichen Krieg hinaus. Also das, aber es ist ein anderes Thema. Dann lass mich doch dieses deprimierende Grundgedöns gerade aufgreifen. Dann werde ich euch nämlich, der Sammer hat es ja eben schon abgekriegt für seine Holzheizfähigkeiten. Und tatsächlich, also was wir hier mit dem Grill veranstalten, das wird tatsächlich ein Winterthema sein. Denn Energie ist knapp und wenn sie nicht knapp ist, dann ist sie doch zumindest teuer. Und hier fahre ich mal jetzt hier Experten auf, vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, Schornsteinfeger und letztendlich auch Feuerwehrleute sagen, wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass die Leute jetzt
in ihrer Bude alles Mögliche verheizen mit Öfen, die sie möglicherweise ewig nicht in Betrieb hatten. Deswegen hier heute mein Verbrauchertipp: besser lassen. Wie immer kurz und prägnant. Ja, tatsächlich. Also die Leute, das hier jetzt als erstes kommt der Feuerwehrmann zu Wort. Ja, die Leute schleppen ihre Outdoor-Geräte ins Wohnzimmer, Holzkohlegrill, ja, und so weiter, Heizpilze und wundern sich dann, dass sie nicht mehr wach werden. Und das Ganze, das ist ja wundern sich, dass sie nicht mehr, wir wundern sich dann nicht wahrscheinlich. Korrekt. Wer weiß, vor den Himmelstoren wird man auch noch ausgelacht. Das ist ja nur der Anfang. Ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch tatsächlich einen Artikel gelesen über eine Familie, die aufgrund Unfähigkeit des Vermieters irgendwie in einer kalten Wohnung sitzt, und die haben sich dann so mit Teelichtern und umgestülpten Blumentöpfen so Teelichtöfen gebaut, und die können also umfallen, ganz offensichtlich, aber die können halt auch, wenn da zu viele Teelichter stehen, dann kann es auch mal zum Paraffinbrand kommen, die Dinger verschmelzen, also da holt man sich ordentlich was in die Bude. Das habe ich in der Tat, da habe ich ein Video gesehen, irgendeine Feuerwehr hat das sozusagen bewusst provoziert, so ein Paraffinbrand, wie du es gerade sagtest, und da habe ich gedacht, unglaublich, also da entstehen wohl irgendwelche Gase oder irgendwelche Gemische, die du dann auch so gar nicht gelöscht kriegst, also das ist dann auch das Phänomen, wenn du da dann nämlich Wasser drauf schüttest, ist das gleiche Ergebnis, als wenn du Wasser auf einer heiße Fettpfanne machst. Mhm. Also es kommt dann halt noch mehr Feuer. Ja, oder zu starken Verpuffungen. Feuchte Pommes ins heiße Öl. Ja. Das ist auch eine Bombe. Unglaublich. Ja. Und das wäre so wahrscheinlich, bei sowas denkt man da gar nicht dran. Also fängst du an, das Ding, also ja. Ja, du, und ich meine, du bist ja hier mit deinem Kaminofen noch ganz gut ausgestattet. Ja, aber Problem auch da, ist, der ist nicht angeschlossen. Das, also, genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn ich dann bin ich auch da. Ja, aber selbst wenn, vielleicht ist da noch ein Vogelnest drin, Wespennest oder irgendeine Verstopfung oder irgendwelche Brandreste. Deswegen lieber mal den Schornsteinfeger durchhaken. Ja, das ist ganz frisch da die Leitung reingezogen. Ja, da muss nur noch jetzt mal einer da anschließen. Aber Paulo, ich muss deinen Verbrauchertipp, den kann ich ja auch noch mit wertvollen Hinweisen erweitern. Ich habe nämlich da auch einen Bericht zugesehen. Es gibt tatsächlich das Phänomen des Schornsteinbrandes, was letztlich irgendwie dazu führen kann, dass die ganze Bude abfackelt. Je. Und dafür gibt es natürlich erstmal in erster Linie einen Schornsteinfeger, der regelmäßig kommt, das Ding sauber macht und das verhindert. Aber gerade bei diesen ganzen modernen Öfen, wo dann vom Ofen, dann geht da noch so ein Metallrohr in die Wand rein. Und dieses Stück zwischen Kamin und Ofen ist eigentlich nicht Sache des Schornsteinfegers. Das muss der Ofenbesitzer, der Eigentümer sozusagen selber reinigen. Und wenn die dann aber das erstens nicht reinigen, zweitens, wie du gesagt hast, alles Mögliche verheizen, das hat so ein Schornsteinfeger da schön erzählt in dem Beitrag, da setzt sich da so ein speziell zusammengesetzter Ruß zusammen, der sich irgendwann bei ungünstiger Konstellation halt entzündet, und dann gibt es so eine richtige Stichflamme komplett durch den Kamin, und dann kannst du froh sein, wenn danach deine Bude noch steht. Also, das sieht dein Haus aus wie beim Drag Race. Ja, das ist halt so, auch Flammen raus. Ist auch eine echte Gefahr für den Weihnachtsmann, wenn der dann durch den Kamin reinkommen kann, dann wird er direkt abgefackelt. Ja, deswegen dann auch viel so Bart. Also, und sowas. Mama, warum gibt es dieses Jahr keine Geschenke? Ja, ist da oben so ein verkohlter Weihnachtsmann. Ja. Der Weihnachtsmann hat einen Schwelbrand. Wer wie ich keinen eigenen Holzofen besitzt, kann sich aber immerhin noch mit den klassischen Elektroheizgeräten an der Mehrfachsteckdose aushelfen, da kann man sich dann per Kabelbrand auch ins Nirvana schieben. Also ich habe ja früher zu Weihnachten, das ist ja jetzt wie gesagt, noch nicht angeschlossen, aber ich hoffe mal, bis Weihnachten ist das der Fall. In all den Jahren davor habe ich mich tatsächlich psychologisch an YouTube-Videos gewärmt, also Kamin-Videos. Die kannst du ja, gibt es ja so Dauervideos, 2-3 Stunden. Und das ist wirklich irgendwo auch wärmend. Das sorgt zumindest für diese Stimmung. Also da kommt natürlich keine Hitze aus dem Fernseher. Oder war das noch ein Röhrenfernseher? Deswegen wurde es ein bisschen wärmer. Ofenröhrenfernseher. Nee. Also die Psychologie spielt auch immer eine Rolle. Ja, das wäre doch auch eine schöne Hausaufgabe, ob das wirklich sozusagen dem Unterbewusstsein hilft, dir einzuheizen. Ja. Kabinenfeuer. Manchmal helfen ja auch warme Socken. Also mir wird mir auch kalt, wenn ich so Winterlandschaften auf dem Fernseher betrachte. Siehst du? Ja. Warum machst du das? Ja, weil, weiß ich nicht, man hat ja so diese ganzen Geräte, wo dann, wenn der Bildschirmschoner läuft, und dann hat man schon mal ein bisschen Landschaft. Und wenn dann die Schneelandschaft kommt, dann wird mir direkt frisch. Ich nochmal einen Scheit auflegen. Winter is coming. Dann lieber mit den Kindern irgendwie Aladdin gucken, statt Eiskönigin oder wie das heißt.
Es wird wärmer zu Hause. Ja, hier, wir sind ja schwer verbrauchertechnisch unterwegs. Ich weiß nicht, will da einer direkt nahtlos einsteigen in diesen echten Prolo-Ferrari-Verbrauchertipp, PFV? Ja, die neue Rubrik. Ja, ich habe jetzt hier kein echtes, ich weiß nicht, ist ein Stück weit ist auch ein Verbraucherthema, aber es ist eigentlich eher, ja, auch so schon fast eine ethische Diskussion. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf ein Projekt hier in Bonn aus dem Generalanzeiger. Bonner können Haus gegen neue Wohnung tauschen. Ich muss sagen, der Artikel ist leider echt schlecht. Der hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Und wenn man dann auf weiterführende Links geht zu einem Partnerunternehmen, den städtischen, dass da ein Projekt, das ich hier gleich mal kurz vorstelle, auch darstellen soll, da wird es auch nicht besser. Also es bleiben viele Fragen offen, aber wir können hier im Grundsatz darüber mal diskutieren, denn es geht darum, gerade im Alter, Menschen, die vielleicht weil sie eine Familie gegründet haben, gründen wollten, in größere Wohnungen, größeres Haus gezogen sind, dort mit 4, 5 Personen gelebt haben und dann irgendwann sind sie halt nur noch zu zweit da. Und dann stellt sich die Frage, ist es nicht sinnvoll, dass man in eine kleinere Wohnung zieht? Sinnvoll vielleicht für die alten Herrschaften selber, weil auch so ein großes Haus gepflegt und sauber gehalten werden muss und so weiter. Und auch, weil der größere Wohnraum dann frei wird, vielleicht für eine andere Familie, die mehr Platz braucht. In Bonn ist es jetzt so, dass es da ein Partnerunternehmen der Stadt gibt, die bauen Wohnungen neu, kleinere Wohnungen für einen günstigen Kaltmietepreis. Das sind, glaube ich, hier 9,50 Euro. Und erhoffen sich, dass oder haben so eine Art Tauschbörse dafür dann jetzt eingerichtet und erhoffen sich, dass das jetzt, es müssen nicht alte Leute sein, aber das ist typisch, wäre jetzt so eine typische Konstellation, aufmerksam werden und kommen und sagen, ja, ich möchte meine große Wohnung quasi eintauschen, ich möchte da in diese Straße einziehen, in diese neue Siedlung und gebe dafür meine größere Wohnung her und dann können sich da, kann sich eine Familie darüber freuen, die dann kriegt. Was ich mich gefragt habe, was hier leider nicht beantwortet ist, was ist eigentlich, wenn jemand sein Eigentum vielleicht aus seinem großen Haus raus will und in so eine Wohnung will, das wird ja alles irgendwie leider nicht thematisiert, müssen wir daher erstmal außen vor lassen. Aber die Grundsatzfrage ist ja, oder das, was hinter dieser Tauschbörse steckt, ist es sinnvoll und vielleicht sogar auch irgendwie so eine Art fast schon moralische Pflicht, wenn du in einem größeren Raum, größeren Haus, größere Wohnung alleine wohnst oder zu zweit, diesen Wohnraum dann anderen frei zu machen, indem du zum Beispiel in so einem Projekt wie hier eine kleinere Wohnung ziehst und dadurch eine Familie, die vielleicht händeringend eine größere Wohnung sucht, dann ihr diesen Wohnraum frei machst. Wie würdet ihr das beurteilen? Ja. Das ist doch Sozialismus. Also ich kann also jetzt nur in Amerika geht sowas nicht. Nee, also aus meinem Familienumfeld kann ich nur sagen, wohin mit der Modelleisenbahn? Ja, sowas füllt ja auch schon mal den Dachboden und wenn du in deiner 57 Quadratmeter Wohnung dann die Eisenbahn unterbringen musst. Also ich verstehe nicht so ganz, wo der Witz des Tauschens ist. Man kann ja einfach die Bude verkaufen. Und ich meine, wenn du jetzt eine Immobilie verkaufst, die dir gehört, die dir zu groß ist, dann kann sie verkauft werden und du kannst dir was Kleineres suchen. Ja, wie also gesagt, warum tauschen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wo da der tiefere Sinn ist. Deswegen sagte ich ja, es wird hier in dem Artikel nicht dargestellt, wie es ist mit Hauseigentümern, die ihr Haus loswerden wollen. Gehen wir mal lieber davon aus, da ist ein Mieter, der in einer, weiß nicht, 140 Quadratmeter Wohnung wohnt oder 160 und jetzt einfach in eine, weiß nicht, 90 Quadratmeter oder so wechseln will. Also zwei Mieter. Ne? Also letzten Endes, das sozusagen der Mehrwert, den das schaffen soll, ist älteren Herrschaften moderne und auch günstige kleinere beherrschbare genau. Wohnung anzubieten als Alternative, dass sie halt sagen, okay, ich will mich eh verkleinern, das ist mir alles viel zu viel, aber die wollen halt die Mühe vielleicht nicht haben, da individuell zu suchen, können in ein Projekt da ziehen,
kriegen sie auch bezahlt, ist auch vielleicht dann für sie aus anderen Gesichtspunkten besser und dadurch wird dann so eine Wohnung, die gemietet war, wieder frei und auf den Markt kommen. Ja, genau. Genau. Ja, und dahinter steckt ja auch so ein bisschen so eine moralische, ethische Frage, die auch schon vereinzelt schon diskutiert wird in der Politik. Man kriegt es nur so am Rande mit. Es wird ja so ein bisschen wegen der Wohnraumknappheit eben diskutiert, ob man dieses Einfamilienhausmodell, ob das überhaupt zukunftsfähig ist, ob man das nicht alles irgendwie umstricken muss. Das gehört ja so, passt ja alles so ein bisschen rein in diese Diskussion. Inwiefern ist es quasi noch sozial, frage ich mal, wenn man als, es muss jetzt nicht ein älterer Mensch sein, das ist aber so die klassische Geschichte, ja, die Kinder sind ausgezogen. Inwiefern ist es noch sozial, wenn man dann auf 200 Quadratmetern zu zweit, später vielleicht sogar allein wohnt, während andere händeringend keine größere Wohnung finden mit ihrer Familie? Das ist so die etwas provokante Frage mal. Also ich als Ranch-Besitzer würde jetzt sagen, wer auf 200 Quadratmetern sitzt, der hat sich ja schon massiv verkleinert. Ja. Der hat ja schon richtig downsized. Also, ja. Und deine Hausangestellten, was willst du denn da noch machen? Der Hopsing muss ja auch irgendwo wohnen. Ja, gut, den kannst du ins Gartenhaus schicken. Ja, genau. Ja, dann wäre das vielleicht möglich. Also. Naja, ich finde, das ist nicht nur eine soziale Frage, es ist auch eine hochemotionale Frage. Also das ist je nachdem, wie lange man dann auch in so einer Wohnung gewohnt hat, jetzt mal unabhängig von der Größe. Lebt man dann ja möglicherweise zum Teil auch in den Erinnerungen und an irgendwelchen Mobiliar und was auch immer. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, dass man sollte eher, also das kann man sicherlich machen und vielleicht gibt es für den einen oder anderen, ist das auch ein guter Ansatz. Ich glaube, auch parallel dazu sollte man einfach wirklich versuchen, Wohnraum zu schaffen. Das ist der wesentliche Punkt. Also ja, da jetzt. Das ist die gleiche Diskussion letztendlich. Du darfst jetzt keinen Fußball gucken, weil die anderen es verkackt haben. Mhm. Ja, und jetzt musst du dich von 200 Quadratmeter auf 180 reduzieren, auch wieder, weil es nicht genug Wohnraum gibt. Ja, das. Gut, beim Wohnraum kommt vielleicht nochmal so eine Umweltfrage dazu, ja, ob man irgendwie die Landschaft mit Einfamilienhäusern und Steingarten vollkleistert. Aber generell, ja, das kann dir ja nicht, ich meine, du hast ja keinen, weiß ich nicht, ob man die moralische Pflicht hat, nur so viel Wohnraum bewohnen zu dürfen, wie man braucht, ja, und was heißt brauchen. Mhm. Ja, also ist ja auch dann die Frage des jeweiligen Vermieters oder Vermietenden, wie da dann mit umgegangen wird. Also ja, dem wird so ein älteres Pärchen, was die Hälfte der Wohnung gar nicht benutzt, sicherlich lieber sein. Selbstverständlich. Als eine sechsköpfige Familie, die halt so richtig das Ding durchrocken. Also ich kann aus einer mir sehr gut bekannten fünfköpfigen Familie, kann ich sagen, wenn man sich da so entsprechend umschaut, dann tauchen da auch so diese Yuppies auf, die zwar lediglich ein Kleinkind haben, aber zwei Homeoffice-Arbeitsplätze brauchen, ja, dann bist du auch bei fünf Zimmern. Ja, und was als Vermieter sagst du ja nicht, oh, schön ein bisschen Leben in die Bude, ja, und mal doch bitte die Wände an. Genau, die Bude wird ein bisschen abgewohnt, das ist doch toll. Ja. Dafür ist sie doch gemacht worden. Ja. Genau, das finde ich halt eben, dass also da kommt man in solche Fragen. Also ich glaube auch, das ist jetzt, weißt du, gab es denn da irgendwie jetzt, du hast da nichts eben zu gesagt, aber gab es denn da schon irgendwelche Erfolge oder ist das schon umgesetzt worden im Einzelfall? Da läuft ein konkretes Projekt und hier werden auch schon Menschen zitiert, die das machen wollen. Zum Beispiel hier eine Frau sagt, das ist ein harter Schritt, ich bin vor 20 Jahren in mein Haus gezogen, da hängen viele Erinnerungen dran, sagt sie. Und dann sagt sie, es sei für eine Familie erbaut worden, deswegen solle dort auch wieder eine Familie wohnen. Ihr sei auch der Aspekt Nachhaltigkeit wichtig. Ich verbrauche Platz und Ressourcen für eine Familie, obwohl ich alleine bin. Ja. Gut, so ein Gegenmodell wäre so ein Mehrgenerationenhaus, ja, wo du sagst, Oma wohnt noch mit. Mhm. Vielleicht jetzt sinnigerweise die eigene und nicht irgendwie jemand, der dann Mietoma. Das gibt es, ohne Quatsch, das gibt es sogar. Habe ich witzigerweise gerade auch einen Beitrag gesehen. Es gibt tatsächlich auch alte Menschen, die sich so als so eine Art Mietoma zur Verfügung stellen bei Familien, die vielleicht sagen, ja, da haben die Eltern keine Eltern mehr, die als Oma oder Opa für die Kinder auftreten können und wo dann tatsächlich Beziehungen entstehen, teilweise auch wohnen, dass man in einem Komplex dann wohnt zusammen. Gibt's alles schon heutzutage. Aber nein, ich find's interessant und ich sag mal jetzt hier voraus, dass die Diskussion
noch zunehmen wird, weil das hat ja noch weitere Aspekte, zum Beispiel Förderung. Ja, fördere ich weiter so diese typischen Einfamilienhäuser oder sage ich wegen der Wohnraumverknappung, gehe ich jetzt auf weniger Wohnfläche pro Person und bau ganz anders, bau andere Häuser, nicht so Siedlungen, wo pro Quadratmeter sozusagen relativ wenig Leute wohnen. Das wird wegen der Wohnraumverknappung und die Kosten werden das, die jetzt steigen, die werden das, diese Diskussion eher auch noch anfeuern. Diese Diskussionen werden zunehmen und ja, man muss sich dann natürlich selber, je nachdem welcher Situation man ist, überlegen, was man will. Ich persönlich kenne jedenfalls mindestens zwei Geschichten, wo tatsächlich ältere Ehepaare mit schweren Herzen dann doch in eine kleinere Wohnung aus ihrem Eigentum gezogen sind und die danach richtig erleichtert waren. Also die sich richtig schwer getan haben, aber danach gesagt haben, es ist so eine Erleichterung, das alles, diese ganze Arbeit, die mit dem Haus zusammenhängt, nicht mehr zu haben. Also gibt auch Vorteile. Ja. Gibt aber auch noch andere Beispiele, wo jemand das noch viel, viel krasser gemacht hat. Und da werfe ich euch jetzt mal einen Namen zu. Mehran Karimi Nasseri. Sagt euch der Name was. Der ist noch konsequenter gewesen. Mehran Karimi Nasseri. Der ist jetzt gestorben. Und deswegen war noch mal in der Tagesschau ein Artikel über ihn. Ja, jetzt der hat nämlich komplett auf einen eigenen Wohnraum verzichtet. Eher gezwungenermaßen, weil er ist der berühmte Terminal Man, der vor 18 Jahren aus dem Iran gekommen ist und am Flughafen Charles de Gaulle umsteigen wollte, dummerweise seine ganzen Unterlagen in der Transitzone verloren hat. Dann konnte er nicht nachweisen, dass er tatsächlich ein Flüchtling ist. Und der hat dann 18 Jahre im Terminal 2F unter einer Rolltreppe gelebt als Terminalman. Steven Spielberg hat das ja auch mit Tom Hanks verfilmt. Da ist der Film nur Terminal. Das ist die Geschichte, wer sich das heute Abend nochmal bei Netflix, Amazon Prime, Disney und Co. angucken will. Und dieser Herr Nasseri ist jetzt gestorben im Flughafen. Der hatte zwar 1999 dann Asyl bekommen in Frankreich, ist aber weiter da sitzen geblieben auf dem Flughafen und hatte dann erst ein paar Jahre später ist er dann tatsächlich da mal ausgezogen und ist in ein Heim 2006 für einen Krankenhausaufenthalt. Also er hatte schon seit 99 Asyl, ist aber da wohnen geblieben, 2006 für einen Krankenhausaufenthalt. Ist er dann da raus und danach war er in einem Heim, in dem er lebte und ist jetzt im September, Mitte September, wieder in den Flughafen eingezogen, wahrscheinlich zum Sterben, weil er dann sterben wollte, ist er dann auch gestorben. Und ja, das ist irgendwie rührend, finde ich. Und die Flughafen, gehörte da so zum Inventar, er selber nannte sich Sir Alfred, warum auch immer. Das wird hier leider nicht erklärt, warum er sich Sir Alfred nannte. Und die Flughafenbetreiber haben jetzt diesen Ort, wo er meiste Zeit dann in den letzten Jahren wohnte, mit einem weißen Laken abgedeckt, so als Gedenken an ihn. Ja. Ja. Also ich kenne jetzt Charles de Gaulle nicht persönlich, aber Flughäfen haben ja auch schon mal so schöne Ecken, wobei es halt einfach viel Durchgangsverkehr ist, wie man sich natürlich vorstellen kann. Ich frage mich dann immer so ganz praktisch, also Sanitärbereich kriegst du wahrscheinlich noch hin, also vielleicht mit Ausnahme Duschen. Hatte der noch heimlich eine VIP-Lounge, so ein Ticket? Oder wo hat er eigentlich, also was isst man da? Also kauft man sich da für 3,50 Euro ein kleines Wasser und dann noch einen Burger für 12 Euro? Oder? Ich vermute, der hat gebettelt oder so. Also in dem Film mit dem Tom Hanks, da hat er dann ja irgendwie so verschiedene, geht er ja so verschiedene Beziehungen ein, also Freundschaften und so weiter und schlägt sich da so irgendwie durch. Aber das ist eine sehr gute Frage. Also der hat auch eine Autobiografie geschrieben und da kommt auch der Titel Terminal Man her oder Terminal Mann. Mhm. So hat er nämlich diesen,
dieses Buch genannt. Und ich muss mich ein Stück weit korrigieren, der ist im Terminal 2F, also wer das jetzt sucht, ja, demnächst auf Charles de Gaulle umsteigt, im Terminal 2F ist er gestorben, gewohnt hat er aber im Terminal 1 unter dieser Rolltreppe. Also da müsst ihr nach den Rolltreppen mit den weißen Decken suchen. Ja, wie macht man das? Also ich vermute, dass es dann da vielleicht auch sowas wie eine Bahnhofsmission oder irgendwas gibt für Leute oder dass er schlicht und ergreifend gebettelt hat, dass er irgendwann so bekannt war, spätestens der Film ist ja von 2004 von dem Tom, also von Spielberg und Tom Hanks. Danach war der ja wahrscheinlich auch wirklich bekannt. Da werden Leute ihm Geld gegeben haben, Essen gegeben haben. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch da irgendwelche Lokale ihm dann irgendwie mal ein Sandwich. Also oder so ist es in dem Film. Ja, da freundet er sich dann mit so einer Kellnerin, glaube ich, an und die gibt ihm dann immer die Reste abends. So ich frage mich, ob es vorstellen. Im Zuge dieses Films auch Trittbrettfahrer, wenn man so viel gegeben hat und das irgendwie, weiß ich nicht, wenn da so 20, 30 Leute plötzlich auf die Idee kommen, kommen wir ziehen in das Terminal ein. Ja, ich frage mich vor allem genau, also wie das funktioniert, das ist ja, glaube ich, so extraterrestrisch nicht, aber extraterritoriales Gebiet, diese Transition, dass er da quasi nicht entfernt wird. Also das ist ja nicht dafür gemacht, dass Leute da wirklich jahrelang leben. Ob das jetzt ein Einzelfall war, weil es einfach rechtlich nicht möglich war, ihn irgendwo rauszunehmen, weil er die Papiere nicht mehr hatte. Ja, ich denke mal, es ist so in die Richtung gehend, Ben, wie du gesagt hast, wenn so ein Mensch da strandet, gegebenenfalls aus rechtlichen Gründen nicht einfach zurück in den Flieger gesetzt werden kann und aber auch nicht einreisen kann, weil er vielleicht die Papiere nicht hat. Ich glaube, so ein Ding war das. Ja, 11 Jahre lang. Also von 88 bis 99 hat er ja überhaupt gar keine neuen Papiere gehabt. Also das war wirklich eine Pattsituation offensichtlich. Offensichtlich vielleicht auch eine Situation, wo jetzt niemand ein gesteigertes Interesse dran hatte, sie zu lösen. Ich meine, wenn der Typ da nicht vor die Hunde geht und da einfach lebt, hat es vielleicht auch nicht so viele gestört. Ich muss mal an das denken, was der Prollo eben sagte. Irgendwie, Flughafen hat ja auch ein paar schöne Ecken. Also ich weiß jetzt nicht, Prollo, bist du immer in der Senator-Lounge unterwegs oder was? Also ich habe im Flughäfen noch nicht so viele schöne Ecken entdeckt. Also weiß nicht, ob das Leben so nachahmenswert ist. Also deswegen kann ich mir das mit den Trittbrettfahrern jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ja, Senator, alles Gold, Lounge, Disney Plus und wie sie alle heißen. Ja, ich meine, Flughafen ist halt immer so lästig eher wahrscheinlich für den Otto Normalreisenden. Ja, also ich bin nicht gern an Flughäfen, muss ich sagen. Also Die Leute machen aber auch Dinge, wo man sich denkt, das ist doch scheiße, so irgendwie dieser Trend Tiny House, ja, wo man sich denkt, jetzt haben wir gerade drüber geredet, dass man hier ein paar Quadratmeter einbüßt und also Leute tun ja einfach auch Dinge, die merkwürdig sind, ja, deswegen hätte ich mir jetzt gedacht, wenn Terminator ein durchaus ja Film mit Millionenpublikum, da habe ich Terminator gesagt. Ich meine, Terminator. Bin schon auf Krawall gebürstet. Also da hätte das Problem schnell gelöst. Ja, aber, ja gut, aber wenn, weiß ich nicht, wenn 100 Millionen Leute den Film sehen oder lass es 10 sein, da finden sich doch bestimmt ein paar Wahnsinnige, die das mal ausprobieren. Aber jetzt erzählt mir doch mal, das wollte ich jetzt doch mal gerade kurz geklärt haben, an Flughäfen, es gibt ja tatsächlich irgendwie 17.000 Läden, auch gerade dann immer, ne, irgendwie, wenn du schon eingecheckt hast, bist du durch Sicherheitskontrolle, dann kannst du da irgendwie zollfrei kaufen. Ich glaube, außer irgendwie einer Zeitung und irgendwie einem Schokoriegel oder so, habe ich am Flughafen noch nie was gekauft. Seid ihr, aber es muss ja Leute geben, die diese Angebote wahrnehmen. Kauft ihr am Flughafen Sachen? Nein. Ja, also letztens, als wir nach Lissabon geflogen sind, da hatte unser Flug 3 Stunden Verspätung und dann haben wir uns da ordentlich einen reingelötet morgens um 11, waren so zu dritt. Und das ist halt total überteuert, ne? Da bist du, zahlst dann für ein Glas Wein irgendwie 9 Euro und für ein Bierchen 5 oder 6. Aber okay, das war eine Notsituation, aber so irgendwie das Parfum zollfrei mitnehmen nein. Die riesen Toblerone, die da immer rumliegen. Ach so, nein, ich mache das zumindest, wenn dann nur tatsächlich auch auf dem Rückflug in Lissabon habe ich das gemacht. Da haben wir da diesen Mandellikör gekauft. Der war aber auch gar nicht teuer. Und irgendwie Kekse oder sowas für die. Das ist dann diese Notlösung, wenn du
wenn du denkst, ah fuck, ich wollte eigentlich den Kollegen noch was mitbringen, dann kaufst du halt da irgendwie die überteuerten Kekse oder die Schmuckdose mit der Straßenbahn, habe ich meinen Kindern mitgebracht, mit der Lissabonner und solche Dinge, ne? Das ja aber nicht vorsätzlich, dass man sagt, ah, ich warte bis, weil das ja so günstig ist. Du weißt dann in dem Moment, das sind Apothekenpreise. Ja, ja, eben. Ich hab auch noch nie den Eindruck gehabt, dass die Sachen, die da angeboten werden, wirklich irgendwie ein Schlagerpreis wären. Ich glaube, das war früher mal der Fall, oder? Ich weiß nicht, Beef, also früher war das doch, glaube ich, mal günstig, aber seitdem du eben Internet alles zu irgendwelchen Superangeboten kaufen kannst, ist das ja meistens noch teurer als so. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, das sind jetzt keine Angebote für Preisvergleiche. Also das ist irgendwie jetzt, ich glaube, diese Läden, die es da gibt und auch die Waren, die dort angeboten werden, das ist ja jetzt nichts, wo man dann irgendwie denjenigen oder diejenige, die jetzt da ganz spitz rechnen und die ganzen Preise parat haben, was sowas kosten darf. Außer bei Zigaretten. Also es ist ja Steuer von Duty Free und ja. Bei Zigaretten, wenn wir in Amerika waren, dann sollen wir immer für bestimmte Leute, darfst ja nur eine Stange kaufen, Zigaretten kaufen. Okay. Stange Zigaretten, inzwischen ist, glaube ich, die deutsche Steuer da drauf oder die europäische so hoch, ja, das ist dass ja sich das lohnt. Auch doch die Idee vom Duty Free. Ich meine, sonst, wenn es nicht für jemanden ist, der sich diese Steuer sparen will, für wen soll es sonst sein? Ja gut, aber angenommen, du sparst, du kannst jetzt 30% Steuer abziehen, dann liegt es ja aus Sicht des Händlers nahe, von den 30% wieder möglichst viel draufzuschlagen, damit er da auch was von abbekommt. Genau. Und letztendlich, das nähert sich ziemlich. Also ich würde mal unterstellen, dass Duty-Free was für hektische Leute ist, die noch irgendwie ein Geschenk vergessen haben und noch dringend. Ja, oder so für Business-Leute, die dann viel unterwegs waren und dann einfach dann auch, wo der Flughafen die Gelegenheit ist, eine Stunde zu haben, wo sie einkaufen können, wenn sie irgendwie solche. Oder es gibt bestimmte Sachen, also denk nicht immer nur an das europäische Angebot, zum Beispiel in Tokio auf dem Flughafen, da kannst du diese Tokio-Banane kaufen. Die kannst du in Tokio nur an ganz wenigen Stellen kaufen, diese Original-Tokio, das sind so kleine Küchlein und die gibt es zum Beispiel am Hauptbahnhof in Tokio, kostet aber genauso viel wie am Flughafen. Und dann habe ich mir den Tipp geben lassen, kauft es einfach kurz vorm Abflug im Duty-Free-Bereich, ist es wenigstens frisch, und weil die halt ja immer nur ein paar Tage, und zahlst auch nicht mehr. Oder diesen komischen Pflaumenlikör oder Pflaumenwein da, den ich da gekauft habe, das kostet gleich. Also es gibt bestimmte Dinge, da ist es wohl nicht teurer. Aber so das, was wir halt so kennen, diese Alkoholiker, wo man es auch vergleichen kann, ja, macht keiner. Kann jetzt, also Tokio-Banane kenne ich nicht, Tokio-Hotel finde ich scheiße, also irgendwie es ist da bin ich schwierig. Ja gut, aber machen wir mal weiter, verlassen wir das Terminal. Ja. Und ich dachte nur, dass eine Erwähnung in diesem Podcast wäre, also ich finde das schon auf jeden Wahnsinn. Fall. Eine skurrile Geschichte, wie das Leben sie schreibt. Ich habe auch was ein bisschen Skurriles, wie das Leben sie schreibt, passt auch ganz gut zur aktuellen Situation, sprich zu den Äußerungen seitens des katarischen WM, was war das, Pressechef, der da seine, oder wer war das? Also ja, WM, wie, Botschafter. WM-Botschafter, genau. WM-Botschafter, genau. Der soll eigentlich das Positive. Genau. Is a damage in the mind. Ja, damage in the mind. Okay, also hier geht es letzten Endes darum, das ist, es gibt in München wohl, was ich vorher auch nicht wusste, es gibt homosexuelle Ampelpärchen an verschiedenen Ampeln, also insgesamt jetzt 6, das ist jetzt auch eine überschaubare Menge an Ampeln, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Fußgängerampeln es in München insgesamt gibt, aber es werden doch Tausende sein und von daher sind das jetzt nur 6 Ampeln. Da gibt es einfach homosexuelle Ampelpärchen, die dort abgebildet sind und da hat ein Mann gegen geklagt. Gegenüber dem, in dem Fall Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Kurze Frage, ganz kurze Definition. Woran erkennt man denn, ob das Ampelmännchen homosexuell ist? Also es gibt ja, das sind ja so ach, das sind, weil ich kenne die gar nicht, dass die so doppelt. Ja, okay. Sind so doppelt, also sind dann quasi 2 Männer oder 2 aber Frauen. Das, rechts sind doch Mann und Frau, ganz rechts. Ja, unten. Ist ja vielleicht so. Gibt es ja auch weiterhin. Gibt es ja auch. Also hetero ist ja auch erlaubt nach wie vor. Da, also, ja, genau, das links ist. Ja, weil du das so erwähnt hast, nee, dass die es homosexuell ist. Guck doch mal, die rechten beiden Ampeln sind hetero-Männchen und die linken. Damit es jeder merkt, ist jeweils noch ein Herz drauf drapiert. Und, ja, das Herz kenne ich, kenn ich aus Wien, so da haben ab. Die das genau, auch. In Wien gibt es das auch, genau, da haben sie es wohl auch abgekupfert. Ja. Aber hier der unten, der sieht irgendwie aus, als würde er den anderen irgendwie abschleppen. Ja, das ist sonderbar. Man hätte es natürlich noch eindeutiger machen können, aber dann wird es auch irgendwann pervers. Ja, gut, Ampeldesign ist natürlich. Es ist keine Entführung, weil es ist ein Herzchen dazwischen. Aber einer könnte ja auch knien vor dem anderen oder so. Nein, nein, nein. Weil er den Trauring auspackt natürlich.
Möchtest du mich heiraten? Ach so, ich dachte so. Ich glaube, jetzt ist die Story vom Beef am Arsch. Ja. Gut, also das Niveau ist ausreichend gesenkt. Ja, das ist sehr schön. Nichtsdestotrotz, ich versuche das doch mal jetzt für alle unsere seriösen Hörer. Der hat geklagt. Und warum? Genau, er hat geklagt. Er fühlte sich in seinen Rechten verletzt, weil er meinte, dass ihn das quasi einschränken würde, wenn es da schwule Ampel- oder lesbische Paarmotive zeigen würde, die an irgendwelchen Ampeln da quasi bei Grün dann, dass man gehen soll, oder bei Rot, dass man stehen soll. Und das Amtsgericht oder das Verwaltungsgericht hat diese Klage abgewiesen. Nicht zuletzt, weil der Kläger es eben nicht geltend machen könnte, in seinen Rechten verletzt zu sein, sondern hat es quasi nur behauptet. Und das ja, vor allem welche Rechte? Also. Naja, das ist. Er darf ja nach wie vor da stehen bleiben, gehen, das ist ja eine eindeutige Bildsprache, also jetzt ungeachtet der Motive. Genau, das hat das. Die Farben sorgen ja schon dafür. Genau, die Piktogramme sollten halt eine Botschaft, das ist jetzt Zitat, eine Botschaft der Sympathie und Toleranz an homosexuelle Menschen senden, aber auch eine Aufforderung an die Mehrheitsgesellschaft zur Toleranz gegenüber Menschen mit abweichender sexueller Orientierung. Zitat Ende. Und das ist eben auch die Argumentationslinie des Verwaltungsgerichts gewesen, genauso, dass diese Männchen, dass diese Ampelmännchen das entsprechend so auch transportieren und dass man sich deswegen auch nicht beschweren könnte oder sollte und sich da auch nicht in seinem Persönlichkeitsrecht. Ja, und vor allem, man muss ja auch mal die Relation sehen, dass wenn das 6 von 1000 sind, ja, ist ja, also wenn die jetzt sozusagen das überall ausgetauscht hätten, könnte man sagen, das ist wiederum sehr einseitig dargestellt. Aber ich meine, bei 6 Ampeln. Ja, es findet sich ja immer irgendeiner, der sich über irgendwas beschwert. Also über ich habe jetzt im Kopf eine Geschichte, wo ich jetzt nicht meine Hand hundertprozentig dafür ins Feuer legen kann, dass es nicht Satire war. Aber ich meine, es war keine Satire, dass auch irgendwo eine Frau sich, ich glaube eine Politikerin, sich öffentlich aufgeregt hatte darüber, dass es irgendwie Männleins sind, die ihr sagen, wann sie bei Grün zu gehen hat oder zu stehen hat bei Rot. Und die sich aufgeregt hat, ich lasse mir doch nicht von einem Mann sagen, wann ich hier gehen und stehen bleiben soll. Ja, da kommen wir sonst noch. Also es gibt's alles, ja. Ja, aber das ist sehr gefühlt genauso bekloppt irgendwie. Also, ja, sicher. Und deswegen, also ich fand das hier nur ganz schön, weil einerseits dachte ich, es passt halt in die Zeit. Das ist ja schon das Thema Homosexualität nach wie vor irgendwie in vielen Bereichen schwierig ist und dass man da nicht immer nur einen katarischen Botschafter, WM-Botschafter suchen muss, sondern dass es da auch irgendwelche Schädel gibt, die hier bei uns in dem Fall in München, sich über solchen Firlefanz aufregen. Zum Glück leben wir nicht mehr in der Zeit, wo man anders ausgerichtete Menschen mit anderer Orientierung in die Schreckenskammer gesteckt hat. Oh. So. Denn Herr Beef hat Herr Prollo hat inzwischen wieder mal der Gottvater der Überleitung, der hier zugeschlagen hat. Die Überleitung ist über die Schwelle gestolpert und liegt jetzt mit gebrochenem Kinn auf dem Tresen. Überleitung mit Überdruck. Das älteste Kölsch der Stadt, ja, wird hier geschrieben. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Henkersmahlzeit gereicht und trägt seither diesen Namen Schreckenskammer. Ja. Ja. Wir hatten das schon mal. Ich dachte auch, als ich es im Einkaufswagen hatte, dachte ich, das kommt mir bekannt vor, aber es ist tatsächlich. Das gibt es auch in diesen kleinen Handtaschen. Ja, genau, wir hatten das mal, damals hatten wir das in den 033 Flaschen quasi oder so. Ja. Immer noch für ein Kölsch, ja, immer noch zu groß, ne? Also genau genommen. Streng genommen, ja. Die Franzosen, die haben ja diese kleinen 025er Fläschchen. Die haben meine Brüder und ich, wenn wir meine Eltern da besucht haben, immer Trainingshülsen genannt. Weil die konntest du so ansetzen, waren die schon wieder leer. Und die hatten noch einen praktischen Schraubverschluss. Wer sich aus seinen Frankreich-Urlauben da noch dran erinnern mag, die kannst du einfach aufdrehen, die Korken. Ist auch schöner für mich als Korkensammler, dann sind die nicht immer so verknickert. Tja. Ja. Priorität. Pragmatisch denken wir, was, ne? Ja. Was man alles auf Schirm haben muss. So. Ja. Das haben wir auch abgehandelt. Wer hat denn noch irgendwas angeteasert, was er noch nicht aufgelöst hat? Alles aufgelöst. Du hast aufgelöst. Aber ich sehe bei dir so einen geilen, ich spink's ja mal so rüber auf deinen Zettel. Das klingt so
Darf ich den Titel verraten? Selbstverständlich. Weil das ist so Ratten mögen Rhythmen. Ratten mögen Rhythmen, damit haben sie mich ja mit solchen Schlagzeilen. Ratten mögen Rhythmen, genau. Der Rattenrap, nein, es geht tatsächlich um Mozart. Die Ratten, wie eine japanische Universität, konkreter Forscher der Universität Tokio, herausgefunden haben, Ratten nicken unmerklich, aber immerhin mit dem Kopf mit, wenn ihnen Mozart vorgespielt wird und tatsächlich auch gewisse andere Musik. Wie so ein Wackeldackel Headbanger. Oder was? So, genau, der Wackeldackel Slayer. Nur als Ratte. Nee, also tatsächlich, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, es ist wirklich sehr dezent. Also man kann es kaum sehen, aber sie haben offensichtlich es geschafft, mit Hilfe von Beschleunigungssensoren das Headbanging der Nager zu messen oder nachzuweisen. Und in dem Fall 120 bis 140 Schläge pro Minute scheinen den Tierchen zu gefallen. Und offenbar ist das Phänomen, dass man sich so ein bisschen, dass man ein bisschen mitwippt oder auch durchaus tanzt, im Tierreich durchaus weit verbreitet. Und da gibt es offenbar einen internetbekannten Kakadu, der irgendwie zu Another One Bites the Dust abgeht. Das kenne ich, das Video. Und generell, aber auch Schimpansen beispielsweise schaukeln, klatschen oder stampfen zu Klaviermusik. Also im Tierreich gibt es einiges. Und tatsächlich ist auch die Geschwindigkeit ein Thema, also diese 120 bis 140 Schläge, da pendelt sich dann ein. Also die Forscher hatten auch mal versuchsweise einfach das Zeug viermal so schnell vorgespielt oder auch viermal so langsam und das geht dann gar nicht so ab. Deswegen, ja, dann haben wir wieder die Tiergeschichte, wurde auch mal wieder Zeit für so eine Tiergeschichte. Ja. Und rockende Ratten. Ich hatte mich schon gefragt, wenn man das eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann, wie ist man dann überhaupt auf die Idee gekommen, eine Ratte in so ein Experiment reinzunehmen und das dann so genau zu beobachten. Aber wahrscheinlich hat man einfach von den anderen Tieren ausgehend gedacht, das muss doch auch bei der Ratte möglich sein. Ja, der Kakadu war schon weg, also wahrscheinlich haben sie gesagt, dann nehmen wir das nächste Tier. Das steht hier leider nicht. Der Aber Artikel es ist ja tatsächlich immer eine spannende Frage. Wir haben ja häufig diese etwas abgedrehten wissenschaftlichen Untersuchungen hier im Podcast und eigentlich stellt sich ja, haben wir glaube ich auch schon häufiger gestellt, diese Frage, wieso macht man das? Wieso macht man das, sondern auch, wie kommt man da drauf? Tja. Ja, und wer braucht das? Also was macht man mit der Information? Warum müssen wir das jetzt wissen? Aber das wird vielleicht irgendwelche Gründe haben, ich weiß es nicht. Ich muss noch mal ganz kurz einen Reminder an mich selber loswerden. Beim letzten Mal, das ist gar keinem aufgefallen, habe ich zum allerersten Mal in 65 Folgen vergessen, das Bier zu fotografieren. Ist es zu fassen. Wir haben kein Foto von dem Bier. Sehr schlimm. In den Show Notes. Gesundheit. Wäre ja allergisch, wenn ich sowas sage. Also deswegen heute unbedingt, wir haben ja auch wirklich eine bunte Mischung und ich will ja auch noch eins rausholen. Ans Foto müssen wir gleich denken, Leute. Ja, die Frage ist auch, wie weit sind wir eigentlich schon? Weil so in etwa 15 Minuten hole ich einen Kartoffelsalat raus, ne? Und dann geht's an deinen Fernseher ran, ne? Wird dann beschmissen. Geht dann hier das Spiel los? Wann ist denn hier das Eröffnungsspiel? Ja, in einer Viertelstunde geht's los. Ich muss mich festkleben dann. Hängst du dann auch Genitalien in den Kleber Kartoffelsalat? Als ob der Kleber wirklich so schnell wirkt. Das ist Sekundenkleber. Hast du schon mal Sekundenkleber an die Hände gekriegt? Ja, aber der klebt ja gar nicht in Sekunden. Das ist ja eine Lüge. Also wir werden es also ja gleich ausprobieren. Anderen Kleber, der klebt nur für Sekunden. Da kannst du dich so kleben, dass ich noch irgendwie Netflix da irgendwie gucken nee, kann. Nee, ich mache ja den Kartoffelsalat auch noch über die Flatscreen. Mist. Was ist das für Kartoffel? Rheinischen oder was ist denn für Kartoffelsalat? Ohne Mayo. Ohne Mayo, das ist schon mal sehr vernünftig. Damit wir sozusagen nicht durch die Formalismen gehindert werden, deine Klebeaktion zu bestaunen, suche ich doch mal hier wieder unseren schönen unsere schöne Sirene und dann machen wir schon mal ein bisschen Housekeeping. Ja. Aber ich muss trotzdem noch auflösen, was ich angeteasert habe. Nämlich, wer der Mann mit der Hammerfaust ist. Und dann könnt ihr eure Quickies euch um die Ohren hauen, wie ihr wollt. Ja, ich hab nur einen. Ja, aber zuletzt gab es ja immer Konkurrenz. Für den Quickie. Die Hammerfaust. Und zwar ist das ein Herr,
der einen sehr komplizierten Namen, ich dachte gerade, du machst so eine Geste, was man mit einer Hammerfaust alles machen kann, aber der hat sich nur den Bauch abgekrümelt. Abgerubbelt. Abgerubbelt, genau, wo ist er denn? Das war der Terminal Man. Du hast auch noch was? Ich habe noch was Langes. Das ist insofern was man beim nächsten Mal dann eher wieder einbauen könnte. Das könnte ich da geht es um Langes. Dieses. Ja, warum, wozu eigentlich noch arbeiten? Das war ja die Frage. Das hast du angeteasert. Ich habe das angeteasert, nee, aber das auch scheiß jemand an. Pass auf, ich mache ganz schnell. Wer für einen Cliffhanger in dem Fall? Cliffhanger ist auch gut. Das ist doch auch gemein. Ja, aber muss man mal dranbleiben. Cliffhanger, genau. Dann steht denn irgendwo in unserer Podcast-Beschreibung, dass wir nicht gemein sein dürfen? Genau. Okay, dann sagen wir nächstes Mal, wir sind ein fieser Podcast. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Auch schön. Also, Muhammed Karimanovic. Muhammed Karimanovic ist der Mann mit der Hammerfaust und der haut mit seiner Faust was kaputt, womit er zwei Weltrekorde aufgestellt hat. Und hier steht so, das kann man sinnlos finden. Für den Weltmeister ist es ein großer Spaß. Was haut der da wohl kaputt? Kokosnüsse. Na, du Arsch, du kennst den Artikel. Nein. Du kennst den Artikel. Nein, wirklich nicht. Der haut wirklich Kokosnüsse kaputt. Ich habe überlegt, was ist hart und was gibt es so. Also. Ja, hier. Also schau, der hat so einen Judo-Anzug an, so ein älterer Herr. Okay. Der hat eine ganze Reihe, wie bei Wetten, das früher, Kokosnüsse. Und der haut die einfach mit einem Schlag der Reihe nach alle kaputt und hier spritzt so das Kokoswasser, sieht aus wie bei YouPorn, aber das ist tatsächlich nur Kokosmilch. Ein perfektes Spiel von Körper und Geist, sagt der Kampfsportler, routiniert in eine TV-Kamera. Eingeweihte kennen ihn unter dem Namen Hammerhand. Die Hammerhand hat gerade ihren 19. Rekord beim Rekordinstitut für Deutschland, RID. Klingt jetzt aber was auch ist wie ein Scherz. Denn? Rekordinstitut. Das klingt also wie so ein Spiegel, nicht im Postillon. Das klingt wie so ein gescheiterter Versuch, das Guinness-Buch der Rekorde amtlich nachzuschauen. Das berühmte Ritt. Das Ritt, genau. Rekorderfassungsinstitut. Oder das RID. So, ich stelle mal noch eine Frage, das ist ja immer lustig. 30 Sekunden war die Zeit, was meint ihr, wie viel Kokosnüsse der da verhauen hat? Also ich würde in welcher Zeit? In 30 Sekunden. In 30 Sekunden. Also ich würde nicht mal eine aufgebohrt kriegen, glaube ich. Also insofern. Ich sag 50. Das ist nicht schlecht. Hast du noch was? Ich hatte ja schon 40 gesagt. Achso. Das ist mal wieder untergegangen. Das höre ich immer erst beim Schneiden. 47. Was soll das denn heißen? 47. Er hat 59. Ja, 59. Ja. 59. Ah. Ja, sehr gut. Habe ich gewonnen. Klack, 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 aber auch da sind wir wieder auf Gedanken. Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, mit der bloßen Hand eine scheiß Kokosnuss aufzuhauen. Also egal, das Ding, hat schon mal einer eine Kokosnuss aufgemacht? Bist du noch nicht auf die Idee gekommen? Nein. Doch, ich habe schon mal drei aufgehauen. Ich habe auch noch nie Joghurt mit Sekunden. Ganzen Früchten gekauft, wenn es Kokosnuss geschmeckt hat. Und jetzt? Das Besondere, das wäre jetzt so einfach, mit der Faust eine Kokosnuss aufzuhauen. Das da gab es eine besondere, ja. Das RID hat sich was ganz Verrücktes ausgedacht. Der musste während dieser Zeit die ganze Zeit ein rohes Hühnerei in der Hand halten und das durfte nicht kaputt gehen. Krass. Aber ist es auch nicht. Also ohne Scheiß jetzt? Ohne Scheiß. Mit der Schlaghand, natürlich. Das wär witzlos. Ja, gut, man hat ja zwei Hände. Das ist doch wirklich wie Wetten, das. Der hat ein rohes Hühnerei, so, da hat er die Faust so angespannt und pau, 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 hat er dann 60. In 30 Sekunden. In 30 Sekunden. Das heißt, er hat im Schnitt ja im Prinzip jeder Sekunde zwei Kokosnüsse zertrümmert. Ja. Wie geht das denn? Ja, wahrscheinlich, vielleicht hat er doppelhändig so. Das kann ich mir nur so erklären. Wobei hier in dem Bild hat er nur eine Hand im Einsatz. Ist auch noch einhändig. Vor allen Dingen, das sieht so aus. Ist das die Dampfhammer-Methode von Bud Spencer? Der hat doch auch diesen berühmten Schlag, wo der die Leute immer so mit der Faust so oben auf den Kopf drauf. Da war das aber möglicherweise ein Filmtrick. Ich will dir da nicht alle Illusionen nehmen. Komm. Nein. Ach, Beef. Ja, tut mir leid. Ich dachte, das wären so Dokus. Das ist, ja, so Dokus. Also wenn du dir anguckst, wie die Typen nach dem Schlag aussehen, dann weiß man schon, dass das echt ist. Mhm. Ja. Bestimmt. Der hat auch noch einen Rekord im Zerhauen von Cola-Dosen. Cola-Dosen. Also offensichtlich volle. Das hat er auch mal in Hamburg gemacht, hat der Cola-Dosen-Zerhauen. Da steht jetzt nicht, ob der da auch ein Ei in der Hand halten musste. Aber es ist völlig, völlig verrückt. Der hat auch den schwarzen Gürtel in irgendeiner Kampfsportart. Ich finde es jetzt nicht mehr, ist aber auch egal. Wahrscheinlich Karate oder so. 54 Jahre.
Komm, Prollo, du überlegst doch eine Wortspielchen mit Kokosnuss und Karate. Irgendwas bin, war doch. Bin dabei. Ich reiche es später schriftlich ein. So, und letzte Information. Der hat die Schlagkraft seiner Faust mal messen lassen in Kilogramm. Was glaubt ihr, wie viel, also der Dampfhammer, wie viel Kilogramm Schlagkraft dahinter stecken? 12 Mal Pützchens Markt. 230 Kilo. Okay. Nee, es ist jetzt die Gelegenheit für dich, das zu überbieten. 34. 1500 Kilogramm, anderthalb so. Tonnen. Also wenn der dir in die Schnauze haut, bist du platt. Ja, und Taekwondo macht er. Das sieht aus wie eine geplatzte Kokosnuss. Ist ja auch scheiße. Aber ja, diese Kokosnuss ist ja auch hart, ne? Also, ja, deswegen, da war ich ja. Ich glaube, wir würden uns schon die Hand brechen, die ohne Ei in der Hand aufzuschlagen. Kriegst die lieber so auf. Also. Ja. Bekloppt. Also Augen auf vor Mr. Hammerfaust. Mhm. Auch beim Gemüsekauf. Also, nee, Obstkauf in dem Fall. Aber spannende Frage wäre, wie kommt man auf diese Idee? Also, wer von euch ist schon mal auf die Idee gekommen, so ein Ding mit der Hand zu zertrümmern? Nickenden Ratten geradeaus, da haue ich doch die Kokosnüsse platt. Ja, das wollte ich jetzt noch auflösen. Wie gesagt, keine Riesenstory mal wieder hier, aber ich finde es immer so witzig, wenn mir solche Sachen da unterkommen, dass ein Kerl da in so einem Kampfanzug einfach mal so 60 Kokosnüsse platt haut und dabei ein Ei in der Hand hält. Das ist wie beste irre. Zeiten, wetten das. Vor allen Dingen, das finde ich schon noch auch irgendwie sympathischer als die Typen, die irgendwie 200 Hotdogs in 30 Minuten essen oder so. Also da könnte ich ja immer kotzen, wenn ich das sehe. Ja, die auch übrigens. Aber. Die auch, ja. Ja, soll ich mal meinen Quickie gerade zum Besten wenn wir jetzt den Cliffhanger, also was, sag mal den Cliffhanger, damit wir die Spannung an der Stelle nochmal. Das ist tatsächlich eher auch was Seriöses. Also da geht es um die Frage, wozu eigentlich noch arbeiten? Also ist das jetzige Arbeitsmodell, also auch gar nicht jetzt, da geht es gerade um Homeoffice und irgendeinen Firlefanz, sondern allein um die Menge der Stunden oder die Menge, also der Aufwand oder der Zeitaufwand für das Arbeiten im Verhältnis zum Nichtarbeiten. Gut, also du empfiehlst den Hörenden schon mal die Kündigungsunterlagen vorzubereiten. Selbstverständlich. Und in 2 Wochen wird dann eingesendet. Auch eine schöne Form von platzieren und abholen, aber abgeholt wird dann nächstes abgeholt Mal. Abgeholt wird nächstes Mal, aber sowas von. Dann platzier mal, sag mal. Dann platziere ich jetzt. Geht auch wirklich ganz schnell, macht dem Namen Quickie alle Ehre. Fertig. Eine Geschichte aus Indien und zwar vom New Indian Express, sicherlich eine hochseriöse Zeitung, gehe ich von aus. Ein Kind hat da im Garten gespielt und was weiß ich, in Büschen hantiert oder so und plötzlich hatte es eine Kobra am Arm, wie man weiß, ja, Kobra ist schon echt gefährlich und die biss dann auch zu. Der Junge hatte diesen Schmerz und versuchte, das kann man sich auch richtig gut vorstellen, versuchte die halt abzuschütteln. Ne? Ist ja wahrscheinlich das Naheliegendste, was man machen würde. Aber diese verdammte Schlange, die blieb einfach irgendwie an dem Arm, einmal weiß nicht, wie oft sich da drum geschwungen hatte. Auf jeden Fall hing die an diesem Arm fest. Was hat der Junge gemacht? Der hat die Schlange totgebissen. Der hat die Schlange seinerseits gebissen, einfach zweimal so richtig fett gebissen und die Schlange hat es nicht überlebt. Und er, ich weiß nicht, das Alter ist hier leider, glaube ich, nicht erwähnt, aber egal, der hat jedenfalls ist sehr wohl überlebt. Er hat ein Gegengift gekriegt, aber sie haben dann auch festgestellt, es gibt auch einen sogenannten Trockenbiss von Schlangen. Also die können wohl anscheinend steuern, ob sie da irgendwie ihr Gift absondern oder nicht. Also er hat doppelt Glück gehabt, hat das Gegengift erhalten, aber hat es auch so gut überlebt. Und ist sozusagen mit einem schmerzenden Arm, aber immerhin dann einer von ihm getöteten Kobra davongekommen. Krass. Tja, hast du eine Geschichte für klassisch der Klassiker der Pressemitteilung. Das ist eher so dann auch so Mann beißt Hund. Ne? Das ja, ist ja, so ja hatte ich letztens Richtung. Tatsächlich dabei, habe ich nicht gebracht, weil da war wirklich auch so eine Geschichte, wo ein Typ einen Hund gebissen hat. Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein Filmtitel. Mhm. Und der hat jetzt hier eine Kobra reingebissen, also würde ich auch nur in der absoluten Notsituation machen, ehrlich gesagt. Was glaubt ihr denn das vielleicht noch als abschließende Frage? Der Ben hat ja hier heute so eine Challenge nach der anderen mit Zahlenraten gebracht. Dann mache ich das jetzt auch noch. Wie viele Menschen sterben jährlich weltweit an Schlangenbissen? Puh. Also war jetzt nicht die Frage, wie viele Schlangen sterben an Menschenbissen, sondern nein, an Schlangenbissen. Umgekehrt. Wahrscheinlich mehr als von Haien gebissen werden. Australien ist ja voll von giftigen Schlangen. Mhm. Und Asien auch. Asien aus. Also ja, ermittelt. Ich sag mal so 25.000.
25.000 sagst du. Das hat übrigens auch ermittelt die James Cook University aus Australien. Also insofern passt das. Was sagst du, Prollo? 194. 194 Menschen. Bisse. Bisse. 26.184. Ja, dann bist du jetzt, glaube ich, der Beste, auch wenn du weit weg bist. 63.000 Menschen pro Jahr, die sterben. So viel. Wow. Ja, sterben auch noch. Ja, 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 ging ja um sterben. Ging's um sterben. Ihr habt nicht zugehört, es war Mensch, schon Prollo. Spät. Aber 194 ja. Bisse. Ja. 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 Ja, ja, nee, also sie vermuten, oder das geht wahrscheinlich auf diese Universität zurück, dass es auch am schlechten Zugang zum Gegengift liegt. Ja. 63.000. Ja, das ist nicht wenig, ne? Nee, ist eher viel. Also, und das verteilt sich ja auch dann, denke ich, nochmal ungleich über die Welt. Also, das ist ja, ja auch dann. Es werden in Deutschland jetzt nicht so viele sein. Ich denke, in Deutschland aber, ist überschaubar, dass aber man ich, von der Blindschleife irgendwie erlegt wird. Ich hatte persönlich schon ein Erlebnis, nicht wo ich gebissen wurde, aber wo ich im Urlaub in der Toskana war und ein guter Freund der Familie von einer Viper gebissen wurde. Giftig, sehr giftig. Und er ist echt hier so richtig. Zack, ins Krankenhaus mit Blaulicht und Notoperation und sie haben ihn gerettet, aber die Ärzte haben danach gefeiert. Also die wow. Geschichte ist überliefert. Also das gibt's. Also war nicht selbstverständlich. War nicht selbstverständlich und muss nicht so weit, man muss nicht nach Australien gucken. War die Toskana. So. Jetzt zum grünen Abschluss habe ich hier noch die wilde 13 in Flaschen dabei. Denn beim letzten Mal ist mir ja was passiert, was ich eigentlich immer versuche zu vermeiden. Ich habe ein Bier mitgebracht. Der Prollo ist da schmerzfrei, aber ich nicht. Was wir schon hatten im Podcast. Oh. Ne? Das hast du gesagt, dieses Büble hat der Büble, Hank Frank schon mal. Frank, ja. Also streng genommen Gast hat es. Ich habe das auch nochmal verifiziert. Also ja, er ja, ich glaube dir das auch so. Also ja, das wird das schon so passen, weil es genau. Kam ja auch bekannt vor. Dann habe ich jetzt geguckt, was haben wir denn noch nicht getrunken? Und in 65 Folgen haben wir ja schon ziemlich viel getrunken. Aber das haben wir definitiv noch nicht getrunken, nämlich. Ich habe es auch ein bisschen wegen des Korkens gekauft. Hier ja. Ist eine schöne 13 drauf. Sieht echt cool aus. Und das heißt Hophaus Lager. Und jetzt den Beef, der darf es auflösen. Von welcher Brauerei? Steht ganz dick über der 13. Du musst gar nicht lange suchen. The Open Gate Brewery. Ziemlich verarschen. Guinness. Guinness, ja. Schön klassisch versaut. Wir wollten noch mal so berühmte Drehbücher schreiben. Ach so, so läuft das aber nicht. Das steht das da steht Guinness. Ich St. weiß nicht, wo denn das mit Open Gate, das stimmt Dublin. Auch. Das steht auch Open Gate. Das haben die wahrscheinlich gekauft. St. James ja. Gate in Dublin. Aber die, sozusagen die Kette ist Guinness. Ja, er weiß, wohin das fand ich so schön, als du gesagt hast, Kilkenny ist auch vom Guinness. Und dann habe ich gedacht, ach, das passt ja mal wieder. Das ist ein Traum. Deswegen, und ich verkack's. Lasst es euch mal hier einschenken. Das ist jetzt ein Lager. Wir hatten jetzt ja gerade ein so, Ale. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kartoffelsalat-Time. Ich gehe mich dann jetzt mal ja, festkleben. Ja, dann spiel dich mal fest. Ja. Okay. Ich gehe die Ratte witten. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit, weil Herr Sammer sich am Internet festklebt. Am Kartoffelsalat festklebt. Und ja, viel Spaß mit dieser WM, egal wo ihr boykottiert. Und euch natürlich auch hier in dem Rund. War eine schöne Sendung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist die letzte der alten Staffel, die wir nächstes Mal machen, glaube ich. Mit macht's Cliffhanger. Gut. Ja. Mit Cliffhanger. Okay. Tschüss. Bis oder dann. Beefhanger. Oh. Tschö.